So, wir nennen es auch Boxsteigen. Bei euch zu Hause ist es auch Stuhlsteigen. Bitte denkt dran, wie ich in jedem Video immer sage, guckt, dass das Ding absolut stabil ist und dass es euch aushält. Okay, also Anwendung wie bei allen Übungen, die wir zeigen, auf eigene Gefahr, nicht, dass ihr euch einbricht bei der Sache. Das heißt, wir steigen aus dem Stuhl, hoch, wieder runter, dann anderes Bein, wieder runter, immer schön gleich mit Dynamik, also nicht immer stehen bleiben, auch selber anrufen oder sowas, sondern einfach durchziehen die Geschichte. Wenn ihr da überlegen müsst, dann tippt ihr mal an. Das heißt, ihr geht hoch, tippt mit dem anderen nur kurz an und wieder runter. Mit dem anderen. Ach so. Also ich zeige euch mal von der Seite hier hoch, antippen, runter. Anderes Bein, hoch, antippen, runter. Versuch's nochmal. Hoch, antippen. Antippen, wieder runter. Hoch, antippen. An, hoch, nur mit dem Fuß antippen, mit dem du hinterherkommst und den gleich wieder runtersetzen. Wie gesagt, vierte Klasse, wir sind fertig und beginnen dann eine Lehre. Jetzt hat sie. Ja! So. Das zieht er jetzt durch, dass er so 10 bis 20 Stück hat. Und nach dem letzten kraucht ihr unter dem Stuhl durch. Genau. Und wieder zurück. Auch so jetzt. So. Das macht er so, ich sag mal, bis zu 50 Mal. Und dann macht er den nächsten Durchgang. Ja? Also immer 20 bis 50 Mal auf die Box steigen und 2 bis 6, 7, 8 Mal hin und her durchkriegen durch den Stuhl und dann gleich wieder ins nächste rein. Und da guckt ihr euch, ich denke mal, 10 Runden sind auf jeden Fall so eine Geschichte. Ja, wenn er euch nicht erzählt, dann denkt ihr das an. Vor 3 Kindern ist das vielleicht.